Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, ist ja Wahnsinn hier. Wir gucken in den heutigen Item Shop rein. Sensationell, das Ding ist heute richtig geil. Also gestern war ich mega enttäuscht. Heute richtig geiler Shop. Wir fangen jetzt mal auf der rechten Seite an. Da geht's los mit den Stoßzähnen, mit dem Tusk. Und das Ding ist einfach nur mega kultig. Wir haben hier bei diesem Gleiter auch noch diese Runen, die da in Blau eingeritzt sind, glühend in dem Holz, auch hier im Stein. Da vom Mammut noch die Wolle zusammengenäht, die Stoßzähne. Hammer cool, das Ding eigentlich. Ja, gefällt mir ziemlich gut. Und kriegt von mir 7 von 10 für 500 V-Bucks der Tusk oder auch einfach nur Stoßzähne. So, das ist diese Bewertung hier von euch. Da haben wir momentan 4 von 5 bei 10 Votes. Am 18. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Und da haben wir 3 Reminders. Viermal drin gewesen im Shop. Für 500 V-Bucks verteilt. Mega cool. Dann haben wir Criss Cross. Schauen wir uns als nächstes an. So, hier ist der Loop zu Ende. So, Crisscross kriegt von mir 8 von 10. Und da haben wir momentan 4,15 von 5 bei 20 Votes. 20 Reminders am 3. November 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 5 Mal. Dann haben wir die Leuchtstäbe. Leuchtstäbe für mich jetzt schon mega kultig, das Teil. Also, das Ding war mega. Leuchtstäbe kriegt von mir 10 von 10. Absolut crazy shit. 4,33 von 5 bei 15 Votes. Am 2. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 4x 35 Reminders. Das Ding ist geil. Dann haben wir hier die Abtrünnige. Boah. Bin ich jetzt kein so großer Fan von, finde ich, sieht auch nie so Hammer aus. Kriegt von mir 5 von 10. Gucken wir mal, der Renegade. Und da haben wir derzeit 3,35 von 5 bei 34 Votes, 104 Reminders. Am 5. November 2017 das erste Mal drin gewesen. So, dann haben wir diese Klimakeule. Oh mein Gott. Das Thema Klima, die ganze Zeit immer oh, Klima, 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 das war schon Klima. Kalmarkeule, sorry. Das Teil sieht halt echt mega kultig aus, ne? Ist wirklich crazy mit diesem Kalmar hier, wie der sich bewegt, die Augen und so, das Ding, das ist echt geil. Kriegt von mir 10 von 10, die Kalmarkeule. Das ist echt fett, ja. Ist das Squid Striker. 3,57 von 5 bei 7 Votes. 10 Reminders am 22. Februar 2019. So, dann haben wir Elmira. Und Elmira ist hier so eine Harry Potter Verschnitt hier in weiblicher Form. Ich finde die eigentlich ganz witzig. Kriegt von mir 7 von 10 die Elmira. Und hier haben wir momentan 3,25 von 5 bei 20 Votes. Am 16. November 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 66 Reminders, 4x für 1500 V-Bucks. Elmira.
Dann kommen wir zu einem absoluten, mega kultigen Skin oder Pack hier. Das ist der Dark Bomber oder auch der Finster Bomber. Das Ding ist einfach nur crazy, crazy, crazy. Man beachtet auch hier unten diese Effekte. Also das Ding ist einfach nur geil. Ja? Der Dark Bomber für 1200 V-Bucks. Richtig, 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 richtig kultig, sage ich mal. 10 von 10 von mir für 1200 V-Bucks. Hier haben wir 4,37 von 5 bei 94 Votes am 5. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 446 Reminders, 6 Mal seitdem im Shop, also noch gar nicht so oft. So, das Ding hier ist auch mega, 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 mega kultig. Das ist so geil. Diese Picke ist so geil. Für 1200 V-Bucks das Donnerross, schwing den Donner, eine Reaktivpicke. Und das Ding kriegt von mir ist eine der geilsten Picken im ganzen Spiel, muss man wirklich so sagen. Kriegt von mir 10 von 10, 4,71 von 5 bei 45 Votes. 5. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 141 Reminders. 6 Mal. Hammerteil. Dann haben wir Glyphe der Dunkelheit. Wow. Das sieht schon fett aus, wenn das Ding aufgebaut wird, ne? Glyphe der Dunkelheit kriegt von mir, ist aber halt ein Standardgleiter, ne? Auch wenn es diesen Effekt da drauf hat, kriegt von mir 6 von 10, 7 von 10. Dark Glyph. Also für 500 V-Bucks, doch, geben wir jetzt mal 7 von 10. Also mit dem Effekt ist schon ganz cool gemacht, definitiv. So, 4,4 von 5 bei 43 Votes. Am 5. Oktober 2018 ist auch erstmal drin gewesen. 8 mal 62 Reminders. Jetzt bin ich auch schon durch. Dann kommen wir hier zum, bevor wir da hinten zu den Skins kommen, gehen wir jetzt hier zum Schalenschläger. Oh mein Gott. Halte die Kraft der Schale in den Händen, Teil des Bananenbandes. Und das Ding sieht ja mal, also da ist ja zum Reinbeißen. Das Ding ist ja zum Reinbeißen. Ich liebe Bananen. Ja, und das ist einfach nur wie so ein Effekt. Effekt, ja. Also auf jeden Fall mega cool, das Ding. Gefällt mir ziemlich cool, wenn ich mir vorstelle, wenn einer mit einer Banane rumrennt und dann noch den Schalenschläger in der Hand hat. Alleine deswegen gebe ich dem Schalenschläger schon 9 von 10. Ich finde den witzig irgendwo. 8 von 10. Ich würde uns jetzt nicht übertreiben. Wir machen 8 von 10. Weil dazu sind solche Picken wie Thunder Crash einfach noch viel, 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 viel geiler. 8 von 10. Aber cool, auf jeden Fall. 4,5 von 5 bei 2 Votes. Ein Reminder bis jetzt. Jo. Das Ding ist geil. So, und dann kommen wir zu den heutigen neuen. Wie geil. Endlich mal auch hier zum Piratenthema. Die Skins drin. Fett hier mit so einem Steuerrad. Ja, ist ja schön. Jetzt kommen wir jetzt. Lassen das mal hier hin. Oh, das Fass. Jetzt, was ist denn das? Das ist bescheuert gemacht, dass das ständig. Ey, das geht mir auf die Nerven, ne? Alles ist ja geil. Ist ja geil. Also auch hinten hat man hier verschiedene Backpacks auch, ja. Je nachdem. Ich gehe jetzt auf die Stilvorschau, weil das macht mich jetzt einfach verrückt. Also wir haben einmal das Carper-Fass und da kann ich es nicht richtig groß ziehen. Das ist ja total bescheuert gemacht. Also wir haben hier hinten, da sind ja überall die Messer reingeworfen worden. Da hat irgendjemand Wanted, wie geil. Hinten drauf ein Pirat, abgebildet, Messer auf den Piraten geworfen worden, sind alle im Fass gelandet. Nebendran ein Becher, der da runterhängt, das Ding ist cool. Was haben wir hier? Dieses, ja, Steuerrad, auch mit Schwertern, sind im Rad drin, verbaut, da unten ein kleiner Anker dran. Mega kultig schon alleine hier die Ankerkarte. Ah, da ist ja auch eine Karte noch mit drauf, genau. Also diese Dinger sind geil. Dann gehen wir hier auch mal auf die Stilvorschau. Und auch da, das sieht einfach nur cool aus. Das Ding, und guck mal da. Da haben wir den Squid.
Noch auf der Augenklappe zwei Ohrringe. Mega fett. Oben zwei Federn dran. Auch wieder ein Squid am Hut. Das Teil ist einfach nur mega, 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 mega fett. Ja, muss man echt sagen. Und kriegt von mir. Also, jetzt, wir gucken uns erst noch den anderen an. Alter Vater. Geil. Geil, 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 geil. Das sind dann scheinbar, sollen das noch so kleine Haifischzähne sein, die er da drumherum hat. Als Kette. Mega cool. Kriegt der Seewolf. Der Seewolf kriegt von mir 9 von 10. Ich finde den geil, 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 geil. Seltenes Outfit für 1200 V-Bucks. Und jetzt schauen wir doch mal beim Seawolf, was der für Noten momentan hat. Hier haben wir 4 von 5 bei 4 Votes, 7 Reminders, jetzt schon. Mega fett das Teil. So, der Seewolf. Dann haben wir die Seeräuberin. Na, Alter, das ist so nervig. Also muss ich wirklich sagen, also das ist jetzt blöd gemacht. Dass er ständig da durchwechselt. Automatisch, du kannst nicht mehr richtig ranzoomen. Dann machen wir das mal hier. Die Seeräuberin finde ich auch cool. Nicht ganz so cool jetzt wie den Seewolf, muss ich sagen. Aber auch cool, definitiv. Da sieht sie wieder deutlich besser aus. Also auch hier sage ich mal 8 von 10 für die Seeräuberin. Das Ding ist cool. 8 von 10 für die Seeräuberin. Und hier haben wir jetzt diese... sind die... Ah, nee. Das sieht anders aus. Das sieht anders aus hier hinten. Mit einem Piratenschatz. Hinten angekettet am Rücken. Ich würde da echt gerne mal reinschauen. Das Problem ist, das geht momentan so schlecht, weil das hier so blöde durchwechselt. Ne? Wenn man jetzt hier mal... Da kann man jetzt was... Hier kann man es besser sehen. Da sind viele, viele Goldmünzen drin. Ein paar Edelsteine, eine Kette. Das sieht echt cool aus. Und hier... So. Ah, echt nervig. Auf jeden Fall seht ihr diesen Glüh-Effekt da hinten drin. Der ist auch cool. Also, 8 von 10 für mich, für diese Dinger hier. Also, das sieht natürlich auch mega kultig aus mit dem Leuchteffekt. Kriegt sogar von mir 9 von 10, dieses Backpack. Ja, für 1200 V-Bucks Seefest. War das alles oder nicht? Hier ist noch was drin, genau. Eine Sache ist noch drin, das ist diese Ankersteuer. Achso, ich habe glaube ich noch bei der gar nicht geguckt, ne? Ich habe bei der noch nicht geguckt, Buccaneer heißt die, wie da die Noten sind. Und hier die Noten von der Buccaneer sind 3,8 von 5 bei 5 Votes, 19 Reminders. Jawohl. So, jetzt gehen wir hier zu diesem Ankersteuer. Auch cool. Ist ja geil. Da unten dieser Anker... Ich habe mich gerade gewundert, was ist denn da, warum ist denn dieser Gürtel da drumherum? Dann drehe ich das um. Ah, alles klar. Also ja, du hast hier den Anker. Und der wurde festgeschraubt hier, fest verschraubt mit diesem, ja, mit dem Steuerrad. Und zur Absicherung wurde dann nochmal hier dieser Gürtel drumherum gebunden. Da unten noch ein Seil dran. Also warum das Seil jetzt da noch dran ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja, gut. Der Anker, der muss ja auch irgendwo wieder hochgezogen werden. Ja, gut, da ist alles eine Kette da drin. Egal. Also das Ding auf jeden Fall mega cool. Wenn es euch gefallen hat... Achso, habe ich noch keine Note drauf. Was ist denn heute los mit mir? So, Ankersteuer. Wie hört sich denn der Effekt an? Cool. Also Ankersteuer kriegt von mir 9 von 10. Und da gucken wir mal, wie sieht es denn da aus mit einer Note. Das ist hier High Seas. Und High Seas hat 3,2 von 5 bei 5 Votes. 2 Reminders bis jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal
und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Wir nehmen dann gleich auch rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.